Ja, liebe RT1-Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen hier aus der Trachtenwichtelstube in Etbelambach. Wir tauchen heute gemeinsam mit Ihnen ein in die wunderbare, vielfältige Welt der Trachtenmode. Und das machen wir gemeinsam mit der Cornelia. Cornelia, vielen herzlichen Dank, dass wir heute wieder mal bei euch zu Gast sein dürfen. Ich freue mich, dass du da seid. Ja, ich habe schon angesprochen, die Vielfältigkeit. Es gibt ja nicht nur das klassische Dirndl oder die traditionelle Lederhosen, sondern bei euch findet man ja auch tolle Kostüme. Was gibt es bei euch alles? Ja, für die Damen, die was nicht unbedingt ein Dirndl suchen, gibt es natürlich tolle Kleider, Trägerkleider zum Beispiel, mit Arm, ohne Arm. Man kann sie da austoben. Es gibt tolle Stoffe, die was weich fließend sind oder mit Spitze zum Beispiel. Es gibt dann auch nur Kostüme, Zweiteiler, tolle Röcke in A-Schnitt oder auch vielleicht einmal in Falten gelegt. Ja, man kann sich da wirklich austoben. Mhm. Auch die Männer, glaube ich, können sich austoben. Da gibt es ja nicht nur, wie gesagt, die klassische Lederhosen, sondern da findet man den Anzug genauso. Genau, es gibt verschiedene Anzüge. Es gibt natürlich zum Beispiel einen blauen Anzug, genauso wie jetzt den Steirer, den was eigentlich so jeder kennt. Man kann da auch auf eine sportive Jacken gehen, zur Jeans zum Beispiel dazu, dass man sagt, ja, die Jacken, die trage ich immer. Oder halt dann einfach Lederhosen, natürlich der Klassiker. Und die kombinieren eben auf elegant oder auf sportiv. Zum Dirndl oder eben auch zum Kostüm trägt man die Bluse. Aber jetzt werden ja die Temperaturen immer kälter. Was trägt man denn noch dazu? Ist es eine klassische Jacke, ein Tuch? Was trägt man da dazu? Ja, man kennt vielleicht auch einen Schlabminger. Das ist so eine klassische Jacke, die was man drüber anzieht. Gibt es für Damen und für die Herren natürlich. Aber auch ein Poncho oder Flottenwederpflege, zum Beispiel Kurzmäntel, sind jetzt auch ganz aktuell, die was man super tragen kann. Und über ein Dirndl zum Beispiel gibt es ganz tolle, leicht fallende Mäntel. Mhm. Samt wird ja in der Trachtenmode heuer groß geschrieben. Welche Materialien sind denn eigentlich noch angesagt? Ja, neben Samt haben wir natürlich das Loden, was auch noch ganz stark jetzt gerade im Winter genommen wird. Dann die ganzen Seidenstoffe. Die Seidenstoffe werden gern dann mit Jacquardröcken oder Baumwollröcken kombiniert. Und dann noch schöne Schürzen mit irgendwelchen Applikationen wie so Ornamente oder halt irgendwelche Fantasie-Applikationen drauf. Also eher in die schlichtere Richtung. Wie sieht es denn da in der Farbenwelt aus, bei den Farben? Darf man da zu jeder Farbe greifen oder gibt es da auch eher die schlichteren Töne? Ja, es gibt die ruhigen Töne, im Herbst natürlich eher ein bisschen dunklere, so wie Marineblau oder halt dann super Bordeauxrot. Die ganzen Bärentöne werden sehr gern genommen, weil es eigentlich jeden Typ gut stängern. Aber es sind natürlich auch so ganz weiche, helle Töne, wie jetzt zum Beispiel so ein Salbeigrün, ist gerade voll aktuell. Und dann wieder mal so Petrolblau ist auch wieder eine neue Farbe, die was jetzt ganz stark gekommen ist. Ja, und wenn es einmal nicht so passt, dann wird es passend gemacht in der hauseigenen Schneiderei. Und auf die seid ihr auch besonders stolz. Das stimmt. Also unsere Schneiderinnen, die schauen dann natürlich, dass das Dirndl sitzt, dass alles passt. Und wenn eine Änderung zu machen ist, dann können wir das natürlich machen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann ist das gleich schön. Ja, und auch die Eigenproduktion möchte ich ganz kurz ansprechen. Das ist auch euer Liebkind, oder? Ja, das stimmt. Auf das sind wir besonders stolz. Da schauen wir wirklich, dass wir von einer ganz kleinen Größe, bei 30 fangen wir da an, dass wir auch für die Teenies dann was haben, weil das ist auch wichtig, die wollen ein fesches Gewand haben, bis hin zur Größe 58 bei den Damen zum Beispiel gängen, dass wir für jede Dame dann auch das passende Gewand da haben und die richtig einkleiden, was fest benannt ist. Wie schaut es denn da bei den Herren aus? Also bei den Herren starten wir bei Größe 40. Zum Beispiel die Firmlinge brauchen ja auch Lederhosen. Da ist es schon super, dass die auch wirklich eine tolle Lederhosen kriegen. Und dann geht es auf bis Größe 74. Also da können wir wirklich schön, also ein breites Spektrum von Größen wählen und da den Herren gut einkleiden. Und dann gibt es nur die Kurzgrößen und die Langgrößen. Für die, die was eben ein bisschen kleiner sind oder größer sind, dass wir da auch das perfekte Gewand haben. Also man kann sagen, die ganze Familie wird bei euch bestens ausgestattet, oder? Genau, also wirklich von den Kindern angefangen bis zur Oma haben wir für jeden was. Ja, wunderbar. Ja, wer seinem Partner traditionell das Ja-Wort geben möchte, der sollte das, glaube ich, am besten auf einer Trachtenhochzeit tun. Viele Paare entscheiden sich ja schon, in Tracht zu heiraten. Wie sieht es denn da aus? Ist da die Tendenz steigend? Ja, also die Tendenz ist wirklich stark steigend. Es wird wirklich gern in Tracht geheiratet. Man vermittelt einfach so ein Lebensgefühl, was in der Tracht ist. Viele Paare entscheiden sich auch schon, im Winter zu heiraten. Wie sieht denn da so dieses traditionelle Winterhochzeitskleid in Tracht aus? Und vor allem, was ziehen auch die Herren dazu an? Also es werden gern Winterhochzeiten durchgeführt.
Es ist einfach schön, wenn man zum Beispiel auf einer Alm heiratet im Schnee und da natürlich in Trachten. Die Dirndln sind dann oft mit einer langen Blusen zum Beispiel zum Tragen. Vielleicht eine schöne Spitze, die was wirklich perfekt zum Dirndl angestimmt ist. Oder man nimmt ihr Kleid in so einer A-Schnittlinie und da auch mit einem langen Arm, dann ein Cape vielleicht noch drüber. Also dann ist man wirklich perfekt angezogen. Und den Herrn kleidet man natürlich passend zur Dame dann an, dass der ein schönes Gilet hat, das was abgestimmt ist mit dem Brautkleid. Dann entweder Lederhosen oder in Anzug, je nachdem, was der Herr halt gern tragen möchte. Wenn wir uns die Farben anschauen, muss es da immer dieses klassische Weiß sein, das cremefarbene Brautkleid, oder darf da ruhiger mal in den Farbtopf gegriffen werden? Also Weiß, Creme oder solche Erdtöne sind natürlich immer schön, aber es gibt Bräute, die was sagen, ich möchte aber gern bei der Hochzeit eine Farbe haben. Und dann machen wir halt das, dass wir Farbe hernehmen, ein schönes Dirndl oder Kleid aussuchen und dann vielleicht nur mit einer schönen Spitzenschürze doch ein bisschen Braut draus machen, dass die Braut zum Erkennen ist aus der ganzen Hochzeitsgesellschaft. Wenn sich jetzt ein Paar entschieden hat, sie möchten in Tracht heiraten, wie geht man denn da am besten vor? Ja, am gescheitern ist einmal gleich einen Termin machen, weil es ist uns wichtig, dass ein Brautpaar wirklich ordentlich beraten wird, eine Beraterin hat, die was für einen allein da ist und einer alles zeigt. Die nimmt sich Zeit, die fragt natürlich auch ganz schön viele Sachen, was soll sie haben möchten und was sie vorstellen. Aber das ist halt auch wichtig, dass man wirklich das perfekte Outfit findet, weil es gehört ja auch zur Hochzeit dazu, dass ein schönes Kleid und ein schöner Anzug oder Lederhosen, also eine schöne Kombination dann da ist, in der man sich wohlfühlt und den Tag auch genießen kann. Und wenn man jetzt zu einer Trachtenhochzeit eingeladen wird, sollte man wahrscheinlich auch in Tracht erscheinen. Ja, das gehört eigentlich dazu. Nein, es macht ein schönes Bild und man muss ehrlich sein, also in Tracht, da feiert es richtig gut. Die Vielfältigkeit wird hier in der Wichtelstube in Ed bei Lambach großgeschrieben. Ja, ich kann nur die Einladung aussprechen. Schauen Sie vorbei hier in der Trachtenwichtelstube in Ed bei Lambach. Sie sind hier wirklich bestens aufgehoben. Ja, ich sage vielen herzlichen Dank, dass wir heute da sein durften. Ja, und wir schauen uns jetzt einfach nur ein bisschen um im Geschäft, oder? Das machen wir. Danke. Okay.